Was geht, Friends? Das Hobo von Rose, jetzt im Test. Freunde, es ist soweit, ein neues Video auf unserem Kanal. Und ein paar Leute haben es bei mir in der Story gesehen. Deswegen dachte ich, ich präsentiere es heute euch mal. Das Rose Hobo. Dementsprechend, Freunde, das besprechen wir heute. Ich freue mich und jetzt geht's los. Ich kann auf jeden Fall sagen, jetzt nach circa 500 Kilometer in der Stadt und auch im Gravel, ich find's geil. So, ob es euch auch gefällt, das müsst ihr jetzt selber herausfinden. Ich werde es euch nur kurz mal erklären. Also, ungewöhnlich für ein Gravelbike ist, dass wir hier einen wunderschönen Stahlrahmen haben. Ich stehe ja drauf. Ich finde es richtig geil. Ich weiß, dem Ding kann nichts passieren. Ich habe mich damit nachts schon mal richtig auf die Fresse gelegt. Bis auf ein paar kleine Mini-Kratzer, nichts dran. Das Ding ist unkaputtbar. Reden wir über die Farbe, meine Freunde. Meine wunderschöne Farbe. Ich habe das, ich glaube, es heißt Malibu Blau gewählt. Ich fand es halt in der Verbindung mit dem Korb extra geil. Und tatsächlich wurde hier schon eingebrochen im Keller. Und mein Fahrrad ist das Einzige, was da geblieben ist. Ich dachte, es wäre vielleicht zu auffällig und Diebe klauen schnell, aber anscheinend ist es zu auffällig und Diebe wollen es nicht klauen. Also ich kann euch den Farbton empfehlen. Es ist als Einziger stehen geblieben. Nehme ich einfach als Kompliment. Gibt es das noch in so einem Olivgrün mit einem gelben Rack? Sieht das richtig fresh aus und in so einem weißen auch richtig freshen Ton. Also muss ich sagen, alle drei, da haben sie abgeliefert. Finde ich richtig geil. Vorne haben wir einen Front Rack drauf. Ihr müsst es euch jetzt vorstellen oder vielleicht können wir es hier einblenden. Das gibt es auch ohne. Der ist quasi, das ist ein Zusatz, was man sich dazu holen kann. Es gibt es in der schmalen Version und in der breiten Version. Ich fand bei der schmalen, wofür? Was willst du da drauf machen? Die breite Version, mega geil. Schön zu dem Malibu Blau, was wir haben, gibt es auch noch in zwei anderen Varianten, dachte ich, Pink, das ballert. Die Taschen wurden extra dafür entwickelt, für das Hobo, wurden vorne quasi angepasst. Ich habe mir das volle Paket geholt, Front Rack mit Tasche. Drin ist noch eine kleine Tasche im freshen Zebra-Look. Tatsächlich mit Kühl-Innenstoff. Kannst du dir immer schön das Wichtigste dabei haben, immer ein bisschen Senf, immer ein Bier am Start. Ansonsten genug Platz, extra Unterteilung, die man reinsetzen kann, um ein bisschen was reinzumachen. Kamera immer am Start, Brille und wenn du Lichter nicht dran hast, sind sie da drin. Also jetzt vergesse ich die nicht mehr. Ich finde es mega geil. Hier oben auf jeden Fall noch ein bisschen was zum Anklippen. Da habe ich aber leider tatsächlich schon meine Brille verloren. Also das empfehle ich euch nur, wenn ihr Pause macht. Ansonsten ist das Ding sofort weg. Ich habe mir noch meinen Wahoo-Mount drangepackt. Ansonsten alles Originalteile. Fand es bis jetzt ganz geil. Ich muss sagen, der geschwungene Lenker, ja, ist ein Streitpunkt bei mir gewesen. Eigentlich hätte ich ihn gerne straighter gehabt und ein bisschen kürzer. Vielleicht rasiere ich ihn mir hier auch noch ein bisschen ab, sodass die Griffe ein bisschen enger kommen, weil du sitzt schon ein bisschen sehr Lowrider-mäßig. Ist nicht so ganz mein Stil, ist aber tatsächlich sehr Dann gab es, und das ist wirklich das Merkwürdigste ever, und ich habe es noch nie gemacht, das ist mein erstes Fahrrad mit einem Fahrradständer. Tatsächlich ist der standardmäßig dabei. Ich habe ihn nicht abgenommen. Ich dachte als erstes, werde ich machen. Er ist noch dran. Ich kann es euch nicht erklären, wieso ich ihn dran gelassen habe, aber jetzt würde ich ihn nie wieder abnehmen, denn ich muss sagen, es ist einfach praktisch, vor allem wenn man in der Stadt unterwegs ist, mega gut passt. Es ist mein erstes Gravelbike mit Ständer. Anscheinend verbaut ist, und das fand ich als erstes so ein bisschen, will man das haben, eine Diore von Shimano. Gibt es auch in anderen Variationen. Es gibt sogar eine elektronische Schaltung Luxus-Variante. Ne? Das ist für die, die den Geldbeutel ein bisschen weiter aufmachen können. Sehr, sehr geil. Auch richtig krasse, geile Farbe. Aber ich musste mich für die Diore entscheiden, rein finanziell schon. Und ich muss sagen, ich war skeptisch. Wie läuft das mit diesen Hebeln? Ich habe mich rangetastet, inzwischen bin ich drin, ist nicht meine Lieblingsschaltung, wird auch nicht mehr meine Lieblingsschaltung. Ich muss aber sagen, für den Preis schon echt solide. Damit das Original bleibt, habe ich nichts nachgearbeitet. Das ist wirklich meine Kette nach 500 Kilometern am salzigen Meer lebend. Nie ein Tropfen mehr drauf gemacht. Ich finde, dafür ist sie immer noch einen ganz guten Zustand. Ich war damit schon 100 Kilometer im Matsch, ein Kumpel hatte es zum Matschfuß gefahren. Eigentlich kein unfassbar krasses Werk, was wir hier dran haben mit der Diore, aber zuverlässig. Und das finde ich halt richtig geil über den Kettenschutz. Gut, können wir uns unterhalten. Der kann eigentlich ab, war ich bis jetzt zu faul drauf. Also
bei mir bleibt er dran. Wir haben die WTB-Reifen drauf, auch standardmäßig. Ich glaube, wo sind wir denn hier? Bei 42 oder so? 47. Top-Teile, bis jetzt kein Platten gehabt. Ich denke auch, das wird so weitergehen. Ich finde es wirklich, wirklich cool. Sowieso auch an allen Anbauteilen, die dran sind, die auch dabei sind. Ich glaube sogar, das erste Fahrrad, was ich hier gekauft habe, wo Pedalen auch dabei waren. Ja, ich weiß, Flat Pedals. Leute, ich muss sagen, ich finde es ganz geil. Weil ich es meistens in der Stadt benutze, habe ich da eigentlich keinen Bock, irgendwie mir da die SPD-Dinger drunter zu hauen oder die, mir oder so ein, wie heißen die Dinger, Flippy-Fluppy da, dass du beide Seiten irgendwie anders nutzen kannst. Ich finde einfach ganz klassische Flat Pedals ganz geil. Damit kann man auch Graveln gehen. Es muss nicht immer Klick sein. Ich finde es nice. Ich habe gesagt, es gibt keine weiteren Anbauteile, die ich dran gesetzt habe. Stimmt ja gar nicht, fällt mir gerade ein. Ich habe mir meinen Flaschencage dran gemacht und ihr seht schon, da drunter ist ein kleines bisschen dicker. Da habe ich einen kleinen, wie heißen die Dinger? AirTag-Halterung reingemacht, damit ich immer weiß, wenn sich das Ding von mir fernbewegt, mein geliebtes Hobo, wenn das geklaut wird, ich weiß es sofort. Weiß es, glaube ich, dann auch irgendwann, ne? Der fängt ja an zu piepen, glaube ich, oder sagt ja, wenn er auf dem iPhone steht, ein AirTag verfolgt dich. Aber vielleicht habe ich Glück und finde damit mein Fahrrad wieder. Wäre natürlich richtig geil. Den einzigen Wermutstropfen, den ich mitgeben muss, das ist dieser Sattel, weil das ist das Schlimmste, auf dem ich jemals gesessen habe. Den werde ich auf jeden Fall austauschen. Er ist auch jetzt schon komplett zerbeult und gibt deinem Hintern gar nicht. Aber ey, ich meine, was kostet das, den zu ersetzen? 50 Euro oder so und weg ist er. Ne? Ansonsten, Top-Bike. Ich bin damit wirklich durch kompletten Regen gefahren, durch jedes Scheißwetter, war damit das ganze Jahr unterwegs. Es gibt noch so Anbauschutzbleche, habe ich bis jetzt gar nicht rangebaut, habe ich nicht gebraucht. Ich bin damit auch einfach so durch den Regen gecrashed. Ich finde es geil und ich kann es euch echt ans Herz legen, da mal einen Blick drauf zu werfen. Hobo von Rose. Ich kann es empfehlen. Das, meine Freunde, ist mein Hobo von Rose. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Wenn ja, dann lasst ein Like und ein Follow da. Dann besprechen wir das nächste Mal eins meiner anderen Fahrräder, was ich noch hinten habe. Denn ein, zwei habe ich noch. Und ja, für mich ist es ein Allrounder, der auf jeden Fall passt. Klar, es ist kein reines Gravel-Bike in dem ursprünglichen Sinne. Wobei Gravel, wer definiert eigentlich, was ist. Es ist aber ein perfekter Allrounder, wenn du irgendwie eigentlich in der Straße, in der Stadt unterwegs bist, fährst eigentlich viel Straße, dafür sind die Reifen auch perfekt ausgelegt, aber du willst auch nochmal am Wochenende ein paar Trails crushen, mega fett dafür, ich finde es richtig gut, es ist der perfekte Einsatz für jede Bedingung, also von mir kriege ich jetzt 5 von 5 goldenen kleinen Fahrrädern. So Leute, und jetzt denkt immer dran, Sicherheit geht vor, Brille auf, Licht an, Freunde. Ständer hoch und ab geht's.